Der SK Rapid Wien verliert seinen erfolgreichsten Torjäger, denn der österreichische Stürmer Ercan Kara wechselt nun offiziell in die MLS zu Orlando City. Es hat sich in den letzten Tagen angekündigt, dass der 26-jährige Österreicher Rapid Wien in naher Zeit noch verlassen wird, nachdem auch bekannt geworden ist, dass das Trainingslager, wo sich Rapid Wien befunden hat, auch frühzeitig verlassen hat und einen Wechsel in die MLS anstrebte. Dass es die MLS wurde, war relativ klar dann eigentlich schon, aber wohin war noch die Frage, denn er wurde auch mit einem Wechsel zu Philadelphia in Verbindung gebracht, aber dann vor den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, dass es sich um Orlando City handeln wird. Orlando ist ein Verein aus Florida, der vor allem dafür bekannt ist, schon recht viele europäische Topstars gehabt zu haben, halt meistens schon im Herbst ihrer Karriere, aber nichtsdestotrotz, ein Kaká hat damals gespielt für Orlando und auch kürzlich ein Nani, der jetzt bei Venedig spielt und auch momentan bei Orlando unter Vertrag ist der ehemalige Weltstürmer Alexandre Pato. Kara unterschreibt einen Vertrag bis 2024 plus Option und wird, wie gesagt, in der MLS auf Torejagd gehen, ist ja noch 26, hat er eigentlich noch so seine besten Jahre vor sich, ist sicherlich so momentan im Höhepunkt seiner Karriere und hat auch Interesse aus anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel von Werder Bremen, von Sauvignon aus Frankreich oder von Pisa aus Italien. Auch der FC Schalke 04 soll interessiert gewesen sein. Also Kara hat ordentlich Interesse auf sich gezogen. Der Vertrag wäre so oder so bei Rapid im Sommer ausgelaufen und dort hätte er dann ablösefrei wechseln können. Nun hat Rapid aber noch eine Ablösesumme bekommen, so sagt es zumindest der Geschäftsführer Zoran Barisic. Natürlich hat Orlando City auch eine dementsprechend gute finanzielle Lage, dass sie sich das leisten können. Deswegen ist der Deal für Rapid noch am Endeffekt dann auch noch irgendwie gut ausgegangen. Zumindest finanziell haben sie bei Kara noch profitieren können. Trotzdem verlieren sie ihren besten Torjäger in dieser Saison. Kara hat wettbewerbsübergreifend 14 Tore in 32 Partien gemacht und gehört, wie gesagt, damit zu den besten Offensivspielern bei Rapid, die ja wieder jetzt mit Yusuf Demir einen guten Offensivspieler haben, aber jetzt keinen klassischen Mittelstürmer. Da müsste ein Krühl oder vielleicht ein neuer Stürmer noch diesen Platz einnehmen. Aber was ist eure Meinung zu diesem Stil? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare rein. Was glaubt ihr, wird Kara in der MLS gut ankommen? Wird er dort auch seine Tore machen? Oder denkt ihr, es wird ihn wieder zurückziehen nach Europa? Gerne zu eurer Meinung in die Kommentare. Und falls dieses kleine Video zum Wechsel von Kara zu Orlando City gefallen hat, gerne Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.